Hallöchen, ihr Süßen, willkommen zurück zu einem neuen Video, zu einem Haul natürlich. Ich habe wieder ein bisschen geshoppt und es ist auch noch ein bisschen was unterwegs. Aber ich denke, ich mache mal zwei Videos davon, da kann man so ein bisschen näher drauf eingehen. Finde ich dann doch ganz schön und muss ja auch nicht jedes Mal so endlos lang sein. In der letzten Zeit war ich nicht wirklich sehr aktiv. Ich habe da so ein bisschen mit Perlen gebastelt, wie jetzt hier diese Picking-Tools habe ich gemacht oder so ein Chunky-Charm oder dieses hier für die Klebeflaschen. Das kommen auch noch einige, weil ich einige Nachfragen hatte, ob ich das für die auch besorgen kann bzw. machen kann. Aber ich muss mir auch diese komischen Ohrring-Dinger holen, weil diese neuen Ohrringe haben diese Pinöppel nicht mehr dran. Die haben andere. Und da musste ich mir die jetzt auch nochmal bestellen. Und wenn die ankommen, geht es weiter. Ja, von daher... Diamond Painting habe ich ganz viel gemacht. Aber ja, ich habe jetzt natürlich die Grippefinger, weil es jetzt langsam wieder so in diese Weihnachtsbastelei losgeht und diese Halloween. Ich glaube, da habe ich bei Instagram meine Box gebastelt. Die ist aber schon weg. Die wollte jemand haben. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich, dann mit den anderen Sachen endlich loszulegen. Ich überlege gerade, fange ich mit Action an? Weil ich drehe das nämlich jetzt schon zum zweiten Mal, weil ich eben gelabert habe ohne Ende. Ja, ich fange mit Action an. So, hier habe ich Wooden Beads. Ja, die finde ich richtig hübsch. Die sind auch richtig schön groß. Ich habe nämlich seit kurzem das Fieber entdeckt. Für mich das Fieber entdeckt. Hört sich irgendwie doof an. Mich hat das Fieber erwischt. Mit diesen Beaded Pens. Ich habe ja echt viele Perlen. Wirklich. Aber nicht alle sind geeignet für diesen Pen. Da habe ich mir jetzt erstmal bei Temu einige bestellt. Auch so was hier oben diesen Dings abgeht. Diesen ich nenne das auch das Ende. Und diese Zwischenperlen habe ich auch nicht wirklich viele. Und ja, also ich finde das unheimlich schön. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von der Qualität von diesen Stiften. Die schreiben ja wirklich butterweich. Habe ich mir auch gleich nochmal neue mitbestellt. Und da schauen wir mal, die müssen auch die Tage landen bei mir. Und ich dachte, weil hauptsächlich diese großen Perlen habe ich echt total wenig. Und ich habe aber, ups, sehr viele Farben. Sprühfarben, Metallicfarben. Ich habe dieses komische Dragonfly, was da so die Farben ändert oder so. Und da könnte ich die ja anmalen damit und wollte mal probieren, ob das dann funktioniert. Weil das Loch ist definitiv groß genug für so einen Pen. Ja, und wenn nicht, dann sind es halt normale Holzperlen. Ne? Tue ich mal jetzt hier rüber. Das ist doch jetzt ein klein wenig störend. Ihr seid jetzt auch in einer anderen Perspektive, weil ich gerade mein Bastelzimmer wieder neu organisieren muss. Ich habe mir noch so ein paar Rollcontainer geholt, damit ich meine Papiere alle hier näher habe. An alles habe ich gedacht, aber nicht an mein Stativ. Und wo ich es sonst dran hefte, das ist da. Da steht jetzt was anderes und das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Jetzt musste ich euch da dran machen. Deswegen seid ihr jetzt so ein bisschen näher hier an mein Stanzenregal. Aber das ist ja nicht schlimm. Es sieht mich ja trotzdem. Ich habe mir dann noch diese beiden Mini-Box-Sets geholt. Die gab es auch noch in Rund. Ich habe mittlerweile gesehen, also die liegen hier schon ein paar Donnerstage. Die liebe Annie, die hat die sich auch geholt und hat die auch schon, ich glaube, sollte hier zurecht gemacht. Da hatten wir beide dieselben Ideen. Die Runden haben mir jetzt nicht so gefallen. Also die gab es doch in so ganz normal rund. Aber die in Oval und diesen Vierecken, die haben mir echt gut gefallen und durften natürlich mit. Die kann man sich echt hübsch zurecht machen. Dann durften Ribbons mit. Die sind einfach fantastisch. Eine unheimlich schöne Kombination mit diesem Gold und Schwarz. Ich habe mir dieses Jahr auch bestellt, dieses Jahr vor allem, ne? Ich habe mir bestellt bei Kreativdepot für dieses Jahr Weihnachten. So passte das nämlich zusammen. Einige von diesen Garnen. Ich habe mal vor einer ganzen Weile welche bestellt, aber nur diese kleinen. Und ich habe auch mal gesagt, so dolle bastle ich jetzt nicht mit den Garnen. Ich habe jetzt noch diese kleinen hier. Das ist der Faden auch ein bisschen dünner. Aber so als Highlight gefällt mir das in der letzten Zeit immer mehr. Deswegen habe ich bestimmt jetzt schon so ein 10 Packen oder so bestellt. Und alles auch so in so Blau und Gold und Rot und Gold und Silber. Und ich glaube, Schwarz habe ich auch dabei. Da bin ich schon mal gespannt. Das dürfte dann nächste Woche ankommen. Das seht ihr dann als in den neuen Horn. Aber diese hier, die durften mit. Also die haben mir so gut gefallen. Da kann man mit Sicherheit was Schönes zurecht basteln. Dann hatte ich im Action mal richtig gut Glück. Also es sind natürlich nur 4 von diesen 9 Stanzen. Ich glaube 12 sind es insgesamt.
So viele hatten sie nicht. Aber ich wollte dann auch nicht noch länger bleiben. Weil an dem Tag, wo ich die in dem Action geholt habe, ich tue das mal, damit das nicht so blendet. Ich habe gedacht, ich muss da irgendwie schreien, wieder rausrennen. War das voll? Dann haben die sich da halb geklappt wegen dem Bastelzeug. Und dann irgendwie war da was mit diesen Containern da, mit diesen, wie nennt man die denn, diese Storages-Container. Die haben die gekauft, wie blöd, das war so voll. Und wenn, ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht, wenn mir das zu voll ist, wenn da rumgeschubst wird und dann hockt der eine hier, der andere schubst da und alle riechen anders, nicht jeder riecht unbedingt gut und oh nee, da ist mir nichts. Und die lagen halt so an der Seite, also ihr kennt ja die Regale, die sind ja immer so und hier so an der Seite lagen die. Und da sind mir vier davon auf jeden Fall gleich aufgefallen, jedenfalls von denen, die noch da waren. Ich glaube, so ein Häuschen war noch da, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube ja. Ich habe mir auf jeden Fall die vier mitgenommen. Und ich weiß nicht, geht das euch auch so? Ich finde die Beispiele, die sie hier immer zeigen, finde ich immer total nichtssagend, weil die so sind, ne? Und deswegen denke ich mir dann oft, ach nee, sieht blöd aus. So, und dann bastelt jemand irgendwo eine Karte, postet das bei Instagram, Facebook oder zeigt das auf YouTube und dann denke ich mir, oh Gott, warum hast du das nicht mitgenommen? Und diesmal habe ich mir die, wo ich dachte, okay, kannst du umsetzen, guck jetzt mal nicht auf das, kannst du bestimmt gebrauchen. Habe ich mir auf jeden Fall das hier mitgenommen, dieses wunderschöne Iglo. Also die Pinguine, so wie sie abgebildet sind, sage ich ja wieder mal, gefallen mir gar nicht. Da gibt es schönere. Aber ich habe wunderschöne Pinguinstempel und auf jeden Fall das Iglo schon allein, das muss sein. Das ist mega schön. Dann die kleinen Häuschen, die fand ich super schön. Mit diesen Pastellen sieht das richtig schön aus. Mit denen hier wiederum gefällt es mir gar nicht. Ja, aber die, wenn man die so Glitzer oder so macht, oh, herrlich, da freue ich mich schon. Und das sind unheimlich viele Kleinigkeiten mit dabei. Dann eine von diesen Hintergrundstanzen habe ich bekommen. Es gab, glaube ich, noch eine andere, wo so eine Streifen sind. Die hätte ich gerne gehabt, aber die hatten sie bei uns leider nicht. Aber die ist auch richtig toll. Ja, gefällt mir hier mit diesen jetzt gar nicht. Ich habe da einen anderen Hintergrund für mich dann im Kopf. Aber wie gesagt, wenn ich das immer so sehe, denke ich mir, ach nee. Ja, aber ich bin da manchmal so gestresst bei Action, da geht mein Bastelhirn nicht anders an. Und was mir total gut gefallen hat, diese Pullis. Also ist ja nur ein Pulli, aber kann man ja ganz viele Pullis machen. Und da hat mich dieses eine Bild hier, weil das sieht so cool aus. Das ist auch okay, aber das hier ist so cool gemacht, so farbmäßig auch. Habe ich das total angesprochen und durfte mit. Und das ist für mich echt ein Glücksfall, weil mein Action die immer ganz, ganz schlecht hat. Da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Es durften auch ein paar Blöcke mit. Und diese hier, um diese Luxurious Paper Block Teile, haben die sich ja echt, die haben sich wirklich regelrecht gestritten darum. Ganz schlimm. Und deswegen habe ich von jedem auch nur einen. Von denen hier hätte ich mir gerne so 20, 30 mitgenommen. Wenn ich mir die anderen aber so angucke, die hätte ich auch ganz gerne ein paar Mal mehr, aber den sehr gern. Ich blättere die jetzt nur ganz grob mal durch, weil die gefallen mir richtig gut. Ich bin kein Vellum-Freund, aber hier ist der ein oder andere. Das ist so schön. Guckt mal diese Kombination an mit Vellum. Das gefällt mir richtig gut. Und das sind so dieses Foliert. Ich bin ein absoluter Fan vom Folierten. Das ist so in diesen Rainbow-Farben. Das finde ich auch schön in der Kombination. Ist auch mega schön. Ich habe so viele Blöcke, wo Vellum drin ist, die ich überhaupt gar nicht benutze. Super. So, Vellum ist nicht unbedingt so meins. Ich habe so durchsichtiges, also ganz normales, unbedrucktes. Das nehme ich ganz gerne, um so ein paar Blümchen so zu machen. Aber das war es dann auch schon. Ich bin kein Vellum-Fan, ja. Der ist definitiv schön. Der ist so in so Gold-Erdfarben, würde ich mal beinahe sagen. Das Glitzerpapier ist auch richtig schön. Da geht nichts ab oder so. Da hat sich Action ganz schön gemausert. Das ist jetzt nicht so meins. Das ist sehr schön. Das ist super schön. Das hier ist natürlich auch das hier. Jetzt hier noch diese. Bei denen kann ich mich noch nicht entscheiden, ist das schön oder nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber der hier, der ist wunderschön. Der ist in so Rosé-Goldfarben. Aber auch wieder mit Vellum. Und Vellum ist da absolut nicht mein Ding. Das ist ein sehr schönes Glitzer. Und hier. So,
Mit dieser Kombi im Hintergrund gefällt es mir gut. So ein paar einfache Blätter drin. Das ist sehr schön. Diese Kränze gefallen mir sehr gut. Das ist hübsch. Das sind so Blushfarben, die mag ich so sehr gerne als Mattung. Ein sehr schönes Blatt. Das gefällt mir auch. So, jetzt haben wir hier noch, das ist sehr hübsch und ja, Spiegelkarton. Die waren wirklich sehr beliebt und sehr umstritten oder bestritten auf jeden Fall. Oh, ich war so froh. Ich habe mir die einfach nur geschnappt und weg. So, dann habe ich mir noch diese beiden kleinen Blöcke mitgenommen. Und wenn ich die nochmal bekomme, möchte ich gerne mindestens noch zwei oder vier nochmal mehr haben, weil die sind so schön. Das heißt, Night Sky ist 15x15 und guckt euch mal diese Motive an. Das ist auch richtig schönes, dickes Papier, nicht nur so ganz dünnes. Steht da drauf, wie viel Gramm das sind? 220 Gramm. Hat man immer jeweils drei Motive. Das hier ist das nicht. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich da an E.T. denken. Ich will nur hier das hier mit dem Fahrrad da hoch. Dann, oh, diese Polarlichter, ich möchte die so gern mal wirklich sehen. Wunderschön. Dieser Block strahlt so viel Ruhe aus irgendwie. Falls geht es mir so. Ich habe ja auch so ein Licht hier, vielleicht kennt ihr das. Das strahlt dann so an die Decke, da hat man so einen Mond und kann auch so Sterne und Polarlichter, die ziehen dann so ihre richtig toll. Das ist, wenn ich aufgeregt bin, haben wir eigentlich mal für Johnny geholt, aber Johnny gefällt es nicht. Ja, also wunderschön. Also wenn ich den nochmal bekomme, mindestens zwei oder viermal nehme ich ihn mir dann nochmal mit. So, und einen Weihnachtsblock habe ich mir mitgenommen. Also dieses Jahr sind die Blöcke nicht so meins beim Action. Irgendwie, nee. Nicht unbedingt meins. Aber diesen einen habe ich mir mitgenommen. Die sind auch dieses Jahr hier einseitig bedruckt. Reicht eigentlich auch, ne? Der ist, also die Seite gefällt mir gut. Das ist so Standard, würde ich mal sagen. Wofür braucht man das? Das verstehe ich nicht. Das ist auch nice. Das gefällt mir gut. Das braucht kein Mensch. Also ich jedenfalls nicht. Das ist auch okay. Das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Damit kann man auf jeden Fall was anstellen. Wenn man einen Kalender hat, eventuell. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Das ist okay. Brauche ich nicht, obwohl mir das hier echt gut gefällt. Und auch das hier, da könnte man eventuell mal gucken. Das ist sehr schön. Das ist, glaube ich, in fast jedem drin. Ich glaube, das ist auch in diesen älteren, die ich hier noch habe, drin. Das ist okay. Das ist wunderschön. Brauche ich nicht. Das ist okay. Das brauche ich nicht. Das, keine Ahnung. Das werde ich auch nicht benutzen. Das könnte man eventuell auf so eine Slimline im Hintergrund nehmen, aber ich weiß es noch nicht. Aber das ist sehr schön und das ist mein absoluter Favorit. Den mag ich sehr, sehr gerne. Also die eine, ja, ich habe ihn mehrfach wieder hingelegt gehabt, aber ich habe mir den dann doch mitgenommen. So teuer ist er ja nun nicht, ne? So, dann machen wir weiter mit J&M. Da habe ich bestellt. Und zwar habe ich das neue Video von Jutta gesehen mit diesen Sparsets und diesen neuen Rub-Ons. Und ich hoffe, ich kriege das Sparset dann noch zusammen, dass ich das euch so zeigen kann. Aber es sind mehrere Sachen geworden. Ich habe einmal diesen Stempel hier mitgenommen. Also diese sind ja mehrere, vier Stempel für Weihnachten. Die haben mir echt gut gefallen. Warum ich mir die nicht schon ehrlich sind, glaube ich, schon vom letzten Jahr. Und ich mir die nicht mitgenommen habe, weiß ich nicht. Ja, da hat man dieses schon vorgeschnittene, ne, wie heißt das? EZ-Mount. Oh, jetzt mein Finger. Von den ganzen Perlen gebastelt, sieht meine Fingernägel aus wie Pupsi. Aber egal. Gibt ja Nagelfeilen. Ja, der durfte auf jeden Fall mit. Dann habe ich auch Goodies. Da haben wir jetzt einmal, also es sind insgesamt drei Bestellungen gewesen, genau. So, einmal dieses hier mit diesem Holz. Oh, das habe ich erst noch wieder reingefummelt. Das ist wieder. Ach, mein Gott. Das nervt mich hier, das Ding. Jetzt. So. Dann machen wir diese Embellishments. Die finde ich sehr schön, besonders in Sternen. Und jetzt hat man diese kleinen Blätter hier. Und ich finde das sehr schön. So als Kartenaufleger. Wenn es nur im Hintergrund irgendwie ist, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich hatte mir erst nur den Stempel geholt und eine Stanze, genau.
zeige euch aber trotzdem erstmal die ganzen Goodies. Dann habe ich hier nochmal, haben wir auch diesen Hintergrund, sind bei beiden jetzt drin. Und ich habe jetzt zweimal denselben Goodie bekommen mit To-Do-Liste. Also einmal werde ich ihn auf jeden Fall von mich nutzen. Einmal geht er dann an eine Bastelfreundin weiter. So, wie gesagt, hier ist er selber dann nochmal drin. So, da habe ich mir dann noch diese Stanze hier bestellt. Die ist schon sehr lange, also von Anfang an, wo die rausgekommen ist, auf meiner Wunschliste. Ich weiß nicht, warum ich sie mir nicht schon mal hergeholt habe. Aber jetzt habe ich sie dann endlich mitgenommen. Ich finde, das sieht so ein bisschen auch so wie so ein Wunschzettel. Mega schön. Gefällt mir richtig gut. Dann, das war auf jeden Fall in diesem Sparset. Da haben wir mal gucken, wie ich euch das so zeigen kann. Ich nehme jetzt hier einen. Dann nehme ich euch einfach mal hier so einen Block. So seht ihr das. Ne, so sieht das noch viel schlechter. So ein lila Blatt. So könnt ihr das bestimmt sehen. Das ist ein Embossing-Folder. Ich glaube, die haben sie auch noch nicht lange, ne? Mit Frohe Weihnachten und so verschiedenen Schriften. Mir gefallen alle drei Schriftarten gut. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ihr könnt sie so erkennen. Dafür habe ich mir dann auch noch diese. Das war auch in diesem Sparset. Das geht jetzt mal wieder hier rüber. Das weiß ich auf jeden Fall. Das war auch in diesem Sparset. Da hat man hier dieses Wunsch, herzlichen Glückwunsch. Mit diesen Etiketten für Schriften. Und damit kann man dann auch hier diese da reinsetzen. Diese Beispiele hatte Jutta auch gezeigt. Und total schön. So, das war definitiv auch in diesem Sparset mit drin. Dann glaube ich, waren es die Weihnachtsdinger hier. Ich glaube, das und. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das mit drin war oder nicht. Auf jeden Fall diese beiden. Also das, in diesem Sparset. Das. Ja, und ich glaube das hier. Da hat man wieder so, oh, das mit diesem Gefuppele. Das ist total doof. Ich drehe es mal ein bisschen nach hinten. Diese Rub-Ons sind einfach nur mega schön. Ich hole mal beide raus. Ja. Na komm schon. Und hier mit diesen Häusern. Ich hoffe, wir können das so erkennen. So, ne? So klappt das ein bisschen besser. Und dann hier mit diesen Grenzen. Und die finde ich so schön. Einfach nur unglaublich schön. Ich tue die jetzt erstmal so wieder hin. Dann ebenfalls hier so diese Rub-Ons. Hier so vor allem. Ne? So, da hole ich auch das erste Blatt mal raus. Da haben wir einmal. Oh, furchtbar, das klebt immer bei mir fest. Diese Kerzen und das hier finde ich total schön. Das hätte ruhig öfters drin sein können. Aber vielleicht hole ich mir die nochmal. Auch hier die Weihnachtsstern. Das ist so hübsch hier. Und dann, oh, guck mal, da, oh, ich finde das unheimlich schön. Aber der Apfel, das sieht auch hübsch aus. Ja, das war definitiv mit in diesem Sparset. Und ich glaube, davon auch eins. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wieso nimmst du die nicht mehr mit? Die sind total schön. Jetzt guckt euch mal die an. Die sind so süß. Deswegen habe ich dann nochmal hinterher bestellt. Das sind Sterne, richtig schöne. Bunte Sterne. Hier haben wir die einmal mit Gesichtern. Da kann man mir so eine verspielte Weihnachtskarte machen. Ne? Oder nicht nur für Weihnachten, die kann man im Allgemeinen so nehmen. Ne? Und einmal so. Also deswegen glaube ich, hat man so rum. Ja. Und die haben mir so gut gefallen. Wo ich dann die Bestellung abgeschlossen habe, dachte ich mir, wieso hast du die nicht noch mehr mitgenommen? So, jetzt wisst ihr, warum ich so viele Goodies habe. Ich habe nämlich dann noch welche mitgenommen, weil die einfach so schön waren. Ich hätte 20 Mal noch mitnehmen können. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, nachher kaufst du da alles leer. Ich denke mal, die bleiben ja auch im Sortiment drin. Da kann man die sich nochmal holen. Aber ich finde die sowas von schön. Also, die kann man überall mal so mit draufsetzen. Die müssen nicht nur vor Weihnachten sein. So, und dann hat das hier noch mit zu meiner Bestellung von dem hier gehört. Das sind ebenfalls Rub-Ons. Das sind die, die mir an der Seite auch mal schön kaputt gegangen sind. So, da hole ich mal eins raus von den anderen.
Die haben mir auch mega gut gefallen. Heißen die eigentlich auch irgendwie Rosenträume heißen die? Ach so, wenn ich euch das so sagen kann. Diese hier heißen bunte Sterne. Dann haben wir hier dieses Set hier mit diesen heißt Weihnachtsgrenze und Co. Und das mit den Häuschen und den Grenzen heißt Winterlandschaft. So, hier haben wir diese Rosenträume. Die gibt es auch schon etwas länger. Ohne Worte. Wunderschön. Da finde ich keine Worte, die sind einfach fantastisch. Und davon habe ich mir dann auch das passende Papier mitgenommen. So, da hat man auch immer drei verschiedene. Ja, drei Stück. Einmal diese hier. Passend zu diesen Rub-Ons. Von hinten sehen sie so aus. Ach, wunderschön. Dann dreimal diese hier. Und die sehen von hinten so aus. Da kann man halt so ausschneiden. So, der ist sehr, sehr schön. Und dann diese, die finde ich auch sehr schön. Und der Hintergrund sieht dann so aus. So. Das war das eine. Dann habe ich mir mitgenommen kariert 1. Und ich finde es auch das ist eine schöne Qualität von den JM Papier, so wie diese von früher. Ich habe hier noch ganz viele. Ich hebe mir die generell auf. Nee, die sind sogar noch ein bisschen dicker wie die anderen. Die ist da früher mal mitgab, wo hinten die Bestellung drauf stand. So, dieser, das ist so ein Braun-Taubton irgendwie. Und das ist so ein Milchkaffeeton. Der gefällt mir jetzt nicht so, der Farbton, aber mir hat der hier sehr gut gefallen. Dann in so einen, ich würde mal sagen, so Aquamarin oder so. Türkis. Aber die Farbe ist es bei mir definitiv. In Kombination mit diesem wunderschönen Rosa natürlich. Und bei dem Rosa ist hinten dann Lila. Das gefällt mir von der Farbe nicht ganz so toll, aber ich habe es mir hauptsächlich wenigstens schön rosa mitgenommen. So, und dann habe ich mir fein gestreift noch mitgenommen. So, da haben wir hier einmal diese schönen Grüntöne. Und auch die sind beidseitig. Da haben wir so, ja, ich würde sagen, türkis, hellblau. Schwer zu sagen. Dann hier in einem sehr schönen Orangeton. Und auf der anderen Seite grün. Hier haben wir den lila Ton. Und auf der anderen Seite rosa. So, das war meine JM-Bestellung. Tun wir mal hier zur Seite. So, was kommt jetzt hier als nächstes? Genau, Stamp Corner. Nee, nicht Stamp Corner. Stempelbühle. Da durfte es dieser Stempel sein, auch dieses Geklitzere. So sieht er den. Den finde ich sowas von cool. Von Whimsy. Hier steht drauf 16,99 $. So viel habe ich aber nicht bezahlt. Müssen sowas um die 12 € oder so gewesen sein. Der ist richtig cool zu Halloween. Da will ich so eine Mini-Slimline-Karte machen. Dann, das habe ich aber schon hier zur Seite getan. Diese Mini-Slimline-Stanze ist ja nur so ein Rand davon. Die durfte mit. Die wollte ich nämlich eigentlich gestern Abend schon verbasteln, aber irgendwie war mal dann doch nicht so danach. Aber ich kann die ja mal hier hinlegen, bitte. So. Dann ebenfalls noch bei Stempelmühle. Eins auch noch unterwegs von denen. Ist das hier. Das habe ich mir jetzt irgendwie so ein bisschen anders vorgestellt. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es ausgestanzt ist. Weil ich würde die ja so ja, in den Hintergrund so rein mitmachen. Aber ich denke mal, diese hier muss man dann immer separat wieder reinkleben. Gucken wir mal. Finde ich auf jeden Fall schön universell. Und dann durfte noch Farbe mit. Da habe ich mir einmal dieses Saltwater Taffy mitgenommen von Distress Oxide Spray. Weil ich das gerne ja, in diese Weihnachtskarten mit reinbringen möchte. Und ich habe mir das Cosmic Shimmer Iridescent Mica Pigments. Das, also die Farbe ist ja einfach mal Wahnsinn, ne? Ich hoffe, ich habe das auch alles so richtig kapiert, dass man das dann so mit diesem Wasser da machen muss. Soft Brush, using a soft brush and
Playmaker bei Dusting Over a Clear Mix with Water. Ja. Schauen wir mal. Also mir hat die Farbe unheimlich, auch so in dieser Kombination mit denen hier, echt total gut gefallen. Deswegen durfte das mit. Dann habe ich hier, muss ich noch genau hingucken, noch eine Kleinigkeit von Kreativ Bunt. Und zwar, den habe ich schon ausgepackt, weil ich den musste ich unbedingt angucken hier. Den von Heidi Swap, der nennt sich Datumstempel. Der liegt auch schon eine ganze Weile hier. Ich habe den schon benutzt. Weil ich habe mir von einer ganzen Weile von Crafters Companion dieses Set hier geholt. Jetzt wollte ich das gerne für jemanden. Ih, hier klebt ja Marmelade dran. Bäh. Gleich muss man sauber machen. Wieso Marmelade vor allem? Ist irgendeiner in meinem Regal Marmelade? Oh, man weiß, was da klebt. Das muss ich auf jeden Fall gleich erstmal wegmachen. Auf jeden Fall, als ich das machen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich ja da gar keine jeweiligen Stempel dafür hatte. Und die habe ich entweder noch irgendwo einen gefunden und die anderen nicht. Und ich dachte, naja, mit einem kommst du da noch nicht weit, ne? Und da habe ich mir dann ein paar andere ausgesucht bei Kreativ Bunt. Einmal diesen hier von Heidi Swap. Jetzt war, glaube ich, irgendwie vorletzte Woche oder so im Angebot. Ich habe natürlich nicht im Angebot gekauft, aber ich finde die total cool. Erinnert mich so an früher, an die Büros. Dann habe ich mir von Craft Emotion, die sind nicht ganz so teuer wie die von Crafters Companion, habe ich mir die hier mitgenommen. Bei uns läuft irgendwie draußen einer vorbei, der gerade raucht. Das ist so eklig. Ja, einfach nur, ja, diesen Streifen finde ich hübsch, oder mit diesem Pünktchen besser gesagt. Dann etwas kleiner diese hier. Und von Viva Decor diese Schriften, also mit dieser Januar und Monday, Tuesday, finde ich sehr, sehr schön. So, und dann kam heute noch von Kreativ Bunt. Wo ist es denn jetzt hin? Jetzt so. Das ist nämlich auch so ein kleiner Nachhopser. Dieses hier an. Ich habe das bei Mama Elefant in dem Beispielvideo geguckt von denen auf der YouTube-Seite. Und ich weiß nicht, diesen Karton, den kann man selber machen. Aber diese Schleife hat mich so angefixt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist auch unfassbar teuer gewesen für diese eine Stanze. Ich gucke mal, ich habe, glaube ich, noch den Zettel hier irgendwo. Finde ich ihn natürlich nicht, ne? Ach, wie immer. Finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, 32, 35 Euro gekostet, aber die sieht aus wie die von Hello Kitty, oder? Oh, total schön. Ich dachte mir, gut, okay, nimm sie jetzt mit. Sonst ärgerst du dich wieder schwarz. Und mit den Stanzen von Mama Elephant bin ich eigentlich immer zufrieden gewesen. Wo ich so ein bisschen meine Probleme hatte, waren die von Lawn Fawn. Da waren einige, wo ich sage, nee. Aber Mama Elephant, da habe ich einige schon und da war ich immer zufrieden. Deswegen durften die mit. Diese große Bestellung ist irgendwie noch nicht raus bei Kreativ Bunt. Schauen wir mal, ob die auch irgendwann noch ankommt. Ich hoffe doch mal. Der ist dann halt im nächsten Haul mit dabei. So, dann habe ich bestellt bei Faltkarten. Jetzt ist das natürlich alles schön hier runtergerutscht. So, da waren diese beiden Papiere mit dabei. Ich kenne das ja nicht. Ich finde das immer total schön. Die kann man auch super nutzen. Und hier dieses Beispiel, das spricht mich wieder direkt an. Und auch dieses Ahornblatt, also das werde ich mir auch noch holen. So super schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist aber von Kulrike, glaube ich, ne? Ja. Und ich hatte eigentlich in diesem Mega-Sale bestellt. Das, was ich aber aus diesem Mega-Sale hatte, größtenteils, kam dann die E-Mail, ist nicht mehr da. Habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, aber ja, was will man machen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall brauchte ich da wieder so ein paar Farben. Halloween ohne Lila geht bei mir gar nicht. Und da habe ich mir einmal, ich weiß auch nicht, warum die den hier einzeln genommen haben. Das weiß ich absolut nicht. Ich habe davon ein 25er Packen genommen. Ich habe dann halt diese, ja, 5er Packen bekommen. In Struktur Crepe Violet. Ich hoffe, ihr könnt das mit diesen Links so sehen. Das ist für mich ein absolut schönes Halloween-Lila. Und ich arbeite sehr gerne mit dem Strukturkarton von denen. Ich glaube, der war auch im Angebot. Dann habe ich mir mal zum Probieren so einen Fünfer mitgenommen. Ultramarin. Also ich kaufe mir, bevor ich die
Mir so ein Großpacken holt, kaufe ich mir immer erstmal so eine Fünfer. Da kann ich gucken, wie gefällt mir die Farbe und ich bin von denen total geflasht. Eine wunderschöne Farbe. Da darf das nächste Mal auch gerne dann die Großpackung mit. Dann habe ich mir hier nochmal mitgenommen in Violett. Also mit denen bastle ich auch sehr gerne. Und ich habe jetzt hier doch einiges davon in diesem Violett, aber in denen möchte ich gerne diese Planer machen und möchte die gerne für Weihnachten mitmachen. Und da braucht man einfach so ein bisschen was, ne? Da habe ich nochmal so einen 25er mitgenommen. Und das ist diesmal ohne Struktur, ja. Dann habe ich glaube, das, wenn ich mich nicht irre, aus den neuen mit. Das ist Strukturbärenlila. Warum ich mir jetzt einmal den 5er mitgenommen habe und einmal den 25er, weiß ich nicht. Aber was man halt hat, man. Ich glaube, weil der auch im Angebot war. Auf jeden Fall gefällt mir diese Farbe auch richtig gut. Strukturbärenlila. Und dann habe ich mir mitgenommen, und das ist definitiv eine neue Farbe, Struktur Blue Peppermint. Und da, die hat mir, ich weiß, da habe ich mir gedacht, nee, nimm's gleich den Großpacken mit. Weil das hat mich so angesprochen. Und die habe ich auch schon als Kartenbeispiel bei irgendjemandem bei Instagram gesehen. Und da war ich, ich werde sagen, nee, nimm's gleich den Großen mit. Bei den anderen Farben, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, da gucke ich vorher mit so einem Fünfer. Ja. Aber die Qualität von Faltkart ist einfach für mich die beste. Und der Cardstock ist mehr als erschwinglich. So, jetzt aber das große Zeug alles wieder runter tun. Das tun wir mal zur Seite. So, und dann kam jetzt muss ich hier wieder schubeln, kam gestern Abend mein GLS-Paket von Simones Bastelkram noch an. Da habe ich dann hier wieder eine Zeitung von Studio Light. Das ist zwar schon etwas ältere, die ist Juli, August, September, aber hier sind so viele tolle Sachen schon wieder drin. Guckt euch mal diese Stanze an. Ich habe die aber noch nirgendwo gesehen. Ich will dann nochmal bei Stempelmühle gucken, weil die gefällt mir mega. Ist die nicht cool? Hier seht ihr die so mega. Richtig, richtig geil. Da ist so einiges drin, wo ich dann denke, hoffentlich finde ich das. Die haben hier auch. Wo war's? Die haben von. Hier, die haben jetzt hier diese Twin-Tip-Markers. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Meine gut, ich bastle ja nun nicht so oft mit Markern oder male nicht mit Markern. Koloriere nicht mit Markern. Ich bin nun mal Buntstift-Fan. Aber das Papier hier, guckt mal. Oh, das steht mir auch noch im Kragen. Ja. So, Rechnung erstmal schnell zur Seite. So, dann habe ich mir einmal diesen Mix mitgenommen. Pearl Gemstones. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Ich denke, ach, brauchst du nicht. Aber ja, das pearlt halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten die ganz großen, die ich jetzt nicht so nehme, die kann dann halt meine Tochter zum Basteln nehmen. Und die waren bei ihr halt sehr günstig. Gut, die sind schon weg. Meine Kinder gleich schon geklaut. Dann habe ich mir Fabrica Decoro Watercolor Background mitgenommen. Ich glaube, das war alles so im Sale, wenn ich mich nicht irre. Das muss wohl irgendwie so Ukraine oder so herkommen. Wollen wir mal schnell durchgucken, wie viel haben wir denn? Oh, geht noch. Gucken wir mal schnell durch. Ich habe von der Firma noch kein Papier gehabt. Deswegen dachte ich jetzt, komm, guckst du mal, wie das so ist. Ist wirklich eine schöne Qualität. Also damit basteln kannst du nicht. Ich würde die eher als Aufleger benutzen. Aber mir gefallen die Farben sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Farben. Halt so mit diesem Watercolor, das kann man sich auch selbst machen. Aber ich wollte gerne die Marke mal testen, weil sehr viele kaufen sich davon das Papier, aber ich möchte das gerne vorher mal getestet haben. Hier haben wir dann auch, also ein bisschen kräftiger, finde ich. Die andere Seite davon. Das gefällt mir gut. Sehr, sehr schön. Sieht so richtig gut aus. Ja, dann will ich mal gucken, wie sich das so verbasteln lässt.
Dann habe ich mir, ja, Punkte, ne, muss ich nicht sagen. Da bin ich ein absoluter Fan davon. Damit kriegst du mich immer Punkte und Streifen. Und Sternchen. Ach, von der Marke Fabrica Deco, mein Gott. Und zwar sind die Funny Dots. Da waren jeweils immer 3 Stück drin. In 15x15. Hinten sind sie halt so, ganz einfach. Dann hier in diesen, ja, gelb ist es eigentlich nicht direkt. Das ist so, ich würde mal sagen, so ocker. Das ist ein wunderschönes Hellblau. Das gefällt mir richtig gut. Und rosa. Ja, da werde ich berichten, wie das dann ist. Ach so, ist so, steht hier so diese Grammatur? Ne, die stehen nicht mit drauf. Also wie gesagt, basteln direkt zum Karton ist es nicht. Dafür sind die, glaube ich, nicht so geeignet, aber um dann halt so das drauf zu... Ich weiß ja nicht, wie ich das meine, um den zu verzieren, dekorieren. Ich habe heute leichte Wortfindungsstörung. So, dann habe ich mir mitgenommen, diese Watercolor Paints. Die kenne ich nicht. Also ich dachte, die sind so wie von Action und die sind bei ihr, glaube ich, mit 2,50 oder so ziemlich günstig. Ich habe zwar hier von Action ganz viele, ich habe auch die Coleros, aber die haben wir jetzt auch mal so im Kragen gesteckt und ich muss sagen, da ist echt wenig drin. Jetzt guckt euch das mal an. So, wenn ihr dieses Fännchen hier so habt, da ist nicht viel drin. Es geht ja hier hinten auch noch so ein Stückchen runter, da ist echt nicht viel drin. Aber ich meine, ich benutze es jetzt mehr so, mehr oder weniger zum Sprenkeln. Dafür sind die okay. Mehr als okay. Ich bin da mal gespannt, wie die so, ja, ob die schön deckend sind. Man hat auch noch einen Aquarellpinsel drin. Also hier so einen Wassertankpinsel. Und den habe ich mir dann einmal in den Farben. Die Verpackung ist echt schön, ne? Die ist sehr hübsch gemacht. Einmal Gold, Pink, Purple, Blue, Green und Black. Und hier hat man so eine Vorschläge, aber halt so ein Chart, so ein Color Chart. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das Lila so dunkel wird, wie das hier auch nicht dieses Blau, dass das so dunkel wird. Ich denke mal, das wird wesentlich heller. Dann habe ich hier White, Champagner finde ich gut. Light Pink, Lilac, wie auch immer, Rosy Gold, Rose Gold und Lime. Da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich überzeugt, dass das nicht die richtigen Farben hier sind. Weil, guckt mal hier, das ist Roségold und das soll da so aussehen. Und das Lilac soll so aussehen. Das Light Pink so. Ich weiß es nicht. Und hier haben wir, das ist auf jeden Fall mein Favorit, haben wir einmal Kupfer, Bronze, Silber, Rost, wie auch immer, Gold und Champagner nochmal. Finde ich richtig hübsch. Schauen wir mal. Für das wenige Geld ist das auf jeden Fall nichts rausgeschmissen. Ich denke mal, schlechter wie die aus dem Action werden sie wohl nicht sein. Ich will nicht sagen, dass die aus dem Action schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Die finde ich ganz super. So, hier ist noch ein kleines Goodie. Ich habe die aber schon, diesen Apfel, aber der ist toll. Dann habe ich mir von Gummi Japan diesen Tannenbaum mitgenommen, habe dann festgestellt, ich habe ihn schon. Der geht auch gleich nachher weg. Den habe ich schon weitergereicht. Dann habe ich mir von diesem Block von Craft Sensation, das ist ja die Marke, die es im Action auch gibt, aber die Blöcke habe ich da noch nie gesehen, habe ich mir 3-mal von diesen hier geholt, weil der einfach toll ist. Bei irgendjemandem im Hall habe ich den gesehen. Und da musste ich mir den auch holen. Also der ist super schön. Da gefällt mir wirklich jedes einzelne Blatt drin. Das ist mein Favorit. Super schön. Das gefällt mir richtig mega gut. Deswegen durfte der auch 3-mal mit. So, dann habe ich mir von diesem hier, auch von Craft Sensation, A4 Christmas Design Block 2-mal geholt. Gucken wir uns auch einmal durch. Den finde ich auch ganz, ganz toll. So, ups,
das leuchtet ja wieder. Ein bisschen Platz hier schaffen. So, da haben wir einmal in richtig dicken, fetten Karton. Ich denke mal, da werden wir Schwierigkeiten haben mit dem Ausstanzen. Aber ein sehr, sehr schönes Grün. Das gefällt mir richtig gut. Das hier ist richtig toll. Davon kann man so den Körper vom Weihnachtsmann ausstanzen. Ich habe ja hier, glaube ich, den Grinch irgendwo zum Ausstanzen. Hier auch in diesem schönen Gelb-Gold. Ein sehr schönes Dunkelgrün. Das ist super schön. Das ist absolut mega schön. Das ist sehr schön. Ohne Frage, der ist super. Das mag ich auch sehr, sehr gern. Das ist okay. Das passt gut. Also als Mattung finde ich das ganz nett. Da muss man dann mal sehen, wenn man den irgendwie so auf den Karton macht, hier so zum Designpapier muddelt. Bei denen kann ich mich noch nicht so entscheiden. Der ist toll. Also dieser. Jetzt kommt das ein bisschen dünner hier. In diesen folierten mit den kleinen Tannenbäumchen. Wunderschön. Traumhaft. Also ich finde die richtig toll. Das ist toll. Jetzt hat man hier eben schon mal ein bisschen dicker alles. So, der durfte auch zweimal mit. Und zu guter Letzt noch einmal von. Na, komm schon raus. Jetzt von dieser Marke hier, Fabrica de Kuchen in groß. Die Funny Dots. Wollen wir die uns auch gleich nochmal angucken, wenn wir einmal dabei sind? Ja. So, ich weiß auch, warum ich unbedingt jetzt den Haul fertig machen muss, weil meine kleine Ecke hier ist sowas von voll. Wo ich das immer hier hin tue und ich das endlich verräumen kann. So, da haben wir. Das finde ich sehr, sehr schön, wie die das hier reingemacht haben. Da sieht man einmal die Vorderseite, ne? Und die Rückseite siehst du gleich. Also man hat von jedem Blatt zweimal drin. Und die Farben finde ich mega schön. Ein sehr, sehr schönes strahlendes Gelb. Das Rosa gefällt mir auch sehr gut. Ein sehr schönes pastelliges Grün. Ne? Rutsch doch nicht runter, du kleine Maus. Dasselbe nochmal in Blau. Und nochmal ein kräftigeres Rosa. Ne? Das ist ein kräftigeres Rosa wie eben, oder? Oh, das ist total schwierig. Ja. Und nochmal so ein Lila. Lila Taub, würde ich mal beinahe behaupten. Die Papiere sind jetzt nicht sehr dick. Aber die nimmt man ja dann, also ich nehme die jedenfalls dann, um ja, zum Dekorieren. Nicht um die Kartons direkt, sowas. Dafür hat man ja dann den Cardstock. So, und habe ich jetzt hier wirklich null Platz mehr. Und würde mal sagen, das war es jetzt auch erstmal für heute mit dem Haul. Und melde mich dann, wenn der Rest dann angekommen ist. Stimmt, das reicht ja auch mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.